Willkommen, Bros, zum nächsten Part zu Alice. Und seid wieder herzlich willkommen, Bros und Browninnen. Begleitet mich wieder in dieser schier verrückten Welt. Und die ist ja momentan sehr skurril, sieht auch sehr düster hier drinnen aus. Wir sind auf einer Art Friedhof. Und haben verdammt viele Zähne. Ich denke mal, wir können uns auf jeden Fall, unsere Waffen auf jeden Fall upgraden. Ja, guck mal, können wir sogar. Jetzt weiß ich halt bloß nicht, was ich upgraden soll, aber ich denke mal, den Hammer, den graden wir mal ab. Damit haben wir das Steckenpferd jetzt nochmal noch schöner gemacht. Jetzt leuchtet es im Silber. Ja, Alice wird immer sympathischer. Okay, und hier wird es aber nicht sympathischer. Meinen Schwur zu erfüllen. Ich brauche meine Männer. Sie mögen zunächst feindselig sein, aber ihre wahren Seelen sind gefangen. Du musst sie befreien. Wollen sie denn in Frieden ruhen? Sie selbst wissen nicht, was sie wollen. Was für die Lebenden gilt, trifft oft auch für die Toten zu. Okay. Nun gut, ich denke mal, wir haben auch gar keine andere Wahl, ihnen zu helfen. Dann werden wir das wohl tun. Aber das Pferd ist schon... geht jetzt schon mehr ab, muss man ja mal dazu sagen. Ah ja. Aber erstmal müssen wir... Da habe ich noch eine Kiste übersehen. Müssen wir... Ja, bevor wir da zum Hauptboss gehen, wenn es überhaupt mal ein Boss ist, ich weiß es gerade nicht. Sind drei Katakomben. Okay. Wir müssen wohl in alle drei rein. Da bleibt uns gar nichts anderes übrig. So. Gut, das war's schon anscheinend. Ja. Bin ich ja gespannt, was jetzt passiert. Okay. Oh oh, ich ahne ganz Schlechtes. Na komm. Ja, irgendwie sind wir das doch. Aber ein Licht weist uns doch sicherlich... Ach du Scheiße. Nein, 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 nein. Sagt mir jetzt nicht, dass ich hier rumhüpfen darf.
Gottes Willen, ist da Duster hier. Wir dürfen auch nicht zu sehr in diese Dunkelheit anscheinend. Erkenntlichsten Dank fürs Erlösen. Traum. Schön, dass sie das eigene Spiel unterbrechen. Im Dialog. Gut, das scheinen so drei kleinere... Genau, genau so. Wie bitte? What the fuck? Oh, Alice macht sich selbstständig. Nein, nein, nein. Sagt nix. Ja, das ist uns alles zum Testen nur. Das ist alles nur... Test. So. Gut, zu einen haben wir davon. Jetzt fehlen nur noch zwei. Ach so. Gut, dann war das halt die da drüben. Da waren auch noch zwei Kissies. Dann machen wir die Unoje. Los geht's. Retten wir die zwei Seminäre. Ein Upgrade für die Vorpalklinge ermöglicht es. So, ich denke mal, jetzt werden hier mehrere Monster auftauchen. So einfach wird man uns... Zweimal machen ungefähr. Oder auch nur zweimal. Wie kann eine Seele so ignorant sein? Ich bin ein erhörtes Gebet. Ja, das bist du, Alice. Aber leider kann nicht jeder das wissen. Okay, dann wollen wir mal wieder das Licht uns dem Licht weiter folgen. Aber sieht schon grafisch gar nicht mal so verkehrt aus. Hier muss ich schnell sein. Warte noch ein bisschen, Bros. Alter. Das war aber knapp, oder? Hüpf, hüpf, hüpf. Danke, nun bin ich wieder mit meinem Schiff vereint. Bitteschön, Seemann. Für dich machen wir das doch gerne. Wir müssen ja auch immerhin hier eine gewisse Ära retten. Und da ist unser letztes Türchen. Beeil dich, Alice. Ja, ich bin doch auf dem Weg, Zuckerpuppe. Oder Seemann. Ich beeil mich. Ist doch der letzte. Ist doch easy. Ging doch alle ratzfatz. Bin ich ja gespannt, wie er uns denn helfen will. So, jetzt wird's, glaube ich, am heftigsten. Last but not least.
Das gibt's nicht. Dö, Alice. Hast zwar schön gekämpft, aber das war jetzt ein bisschen knapp. Haben Engel auch so viel Ärger? Nein, obwohl. Ich glaube, Engel ist auch kein angenehmer Job. Ja, genau, mit Muscheln. Natürlich. Komm, Licht, mach hin. Immer schön. Wow, Hilfe. Hi. Na geil. Komm, mach hin. Aber heftig, ey. Oh, fies. Wo ist mein Licht? Ist schon an mir vorbei. Oh, Alter, ne. Nein! Verdammt! Was geht denn? Alter, 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 das war aber richtig jetzt. Puh. So ist's recht, Dern. Zurück zum Schiff mit mir. Okay, gut, wir haben alle drei Geister. Ich danke dir, Alice. Sei so gut zu dir, wie du zu uns warst. Holt den Anker ein und dreht bei, Männer. Wir steuern gern hohe und glorreiche See. Tja, geil. Jetzt haben wir endlich das geschafft. Und ja, ich bin gespannt, was jetzt passiert. Dann noch was gefunden. Da! Ganz versteckt. Man mag es nicht erkennen, aber Capella findet es. Ja, sehr erdrückend die Atmosphäre, muss man ja mal so erkennen. Sehr, sehr bitter. Und auch sehr duster, muss man auch dazu sagen. Aber nun gut, hier ist irgendwas gewesen. Ein goldener Zahn sehe ich. Naja gut, ob das jetzt nun... Bewegt die sich? Nein. Nummer 3 bewegt sich auch nicht. Aber die bewegen sich ganz, ganz böse. Und der ganz schlimm sogar. Aber nun gut, das war jetzt nicht so unbedingt der wildeste Renner. Wer eine Seele zerstört... Zerstört eine ganze Welt. Darin liegt viel Weisheit, Alice. Gut, haben wir. Wo geht's denn hier lang? Hallo? Alice ist der
natürlich Alice gleich wieder die halbe Bude auseinandernehmen muss. Okay, wir haben es anscheinend. Ich bin ja jetzt echt gespannt, was jetzt kommt, ey. Ach so. Spatti. Naja, das wollen wir doch mal gleich. Ja. Praktizieren. Hüpf, hüpf. Wo soll ich jetzt lang? Links? Okay. Eng, eng, eng ist gut, aber das ist zu eng. Da unten war ein goldener Zahn, ich könnte heulen. What the fuck? Mama? Bist du böse? Gegessen. Aua. Aua, man isst doch die Alice nicht. Aller Liebe, what the fuck? Alter! Das war jetzt nicht mal groß, das war eben unschön, möchte ich meinen. Also jetzt gefällt mir die Welt nicht mehr. Leute, 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 ist ja richtig bestialisch gewohnt jetzt. Und das Ratzfatz muss man ja noch dazu erwähnen. Also das ging ja eben Ratzfutzi-Futzi. Die Geräusche hier sind ja der Burner noch. Achso, jetzt bewegt sich der Teil. Gut, 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 gut. Dann kommen wir wieder runter. Bitte? Okay. Ah, cool. Wusste ich gar nicht. Jetzt bin ich mal gespannt, was kommt. Wieder ein Rätsel? Haben wir gerade so Laune, das Spiel? Das ist absolut geil. Keine Zeit zu verlieren. Wir kämpfen. Haben doch keine. Ja, die haben wir echt nicht. Ganz geil. Alter. Come on.
Meine... Alter! Alter Falter, das ist jetzt gerade... Ein Fehler und... Alter! Mein Leben! Komm, Alice, nicht trödeln! Du hast schon den Zug verpasst! Alter... Das war echt heftig. Okay, wir haben wieder volles Leben plus einen neuen Herzcontainer, okay. Rosencontainer, entschuldigt. Alter, der Kampf. Ich hab echt gedacht, das schaffe ich nicht. Ey, gut, dass ich ihre Psycho-Attacke benutzt habe, ey. Ganz im Ernst, das wäre total in die Hose gegangen. Ja, Bros, ich denke mal, die Zeit ist wieder schon wieder um. Ja, wir werden hier einen Cut machen und im nächsten Part geht's in dieser immer noch Unterwasserwelt. Noch weiter, obwohl unter Wasser ist es ja fast, ja doch, sind wir immer noch. Aber... erinnert doch mehr an Tod momentan alles hier. Und begleitet mich im nächsten Part, denn Alice ist gerade müde. Also, bis zum nächsten Part. Nein, ich hab nur einen Bogen. Buku! Buku!